Celtics will go home after the goal. What a spin move by LeBron! Driving. LeBron James! Bit of a chance here for the Hornets. Down by seven, James with an education in elevation. Lights, camera, action, wanting to walk through the door. Protect your brother at all costs, man. Do more. You gotta protect more, you gotta help more, you gotta sacrifice more in order to get this win. Am 30. Dezember 1984 kam in Akron, einer Stadt im US-Bundesstaat Ohio, der junge LeBron Raymond James als Kind der gerade einmal 16 Jahre alten Gloria Marie James zur Welt. Seine Aussichten waren alles andere als prächtig. Er zog gemeinsam mit seiner Mutter, welche nicht das Glück hatte, einen langfristigen Job zu finden, durch die schäbigen Viertel von Akron und wechselte dabei ständig die Wohnung. Doch mit einem Schlag änderte sich vieles für den ambitionierten James. Denn der Football-Trainer Frank Walker bot der Mutter an, ihren Sohn bei sich und seiner Familie aufzunehmen. Die Grundlage für eine stabile Zukunft war gelegt. Und nachdem Frank den Jungen mit 9 Jahren das Basketballspielen beibrachte, auch die Grundlage für eine der glorreichsten Karriere in der Geschichte des Sports. Bereits nach kurzer Zeit entwickelte sich James zu einem der besten Spieler in seiner Altersklasse in den USA. Doch er war nicht nur ein guter Sportler, sondern auch ein kontroverser Denker. So entschloss er sich gemeinsam mit seinen 3 besten Freunden, welche ebenfalls talentierte Spieler waren, gemeinsam die Highschool zu besuchen, wobei sie sich für eine bekannte, vor allem weiße katholische Privatschule entschieden, was lokal zu großem Aufsehen führte. Schlussendlich konnte sich die Schule aber glücklich schätzen. So beendete LeBron seine erste Saison mit dem Team mit 27 Gewinnen und keiner einzigen Niederlage, was es zum einzigen ungeschlagenen Highschool-Team machte. Die Hauptursache dafür war natürlich der junge LeBron, was sogar so weit führte, dass einige der Matches in seinem 2. Jahr im größeren Stadion der städtischen Universität durchgeführt werden mussten, um der Ticketnachfrage von Fans und Scouts, die den jungen James spielen sehen wollten, gerecht zu werden. In den nächsten 2 Highschool-Jahren sollte sich der Erfolg des jungen Talents weiter fortsetzen, begleitet von einem unglaublichen Medienrummel, dem der junge James überraschenderweise nicht zum Opfer fiel. So bekam er unzählige Auszeichnungen und wurde beispielsweise von einer der führenden Sportzeitschriften des Landes als The Chosen One, also der Auserwählte, bezeichnet. Im Jahr 2003 begann schließlich die wirkliche Karriere von King James, wie er von Fans oft genannt wird. Wobei sich auch sein Geschäftsinstinkt erstmals zeigte. So unterschrieb er einen unglaublichen 90 Millionen US-Dollar schweren Werbevertrag mit Nike, bevor er überhaupt sein erstes Spiel für eine Profimannschaft bestritten hatte. So beschrieb die FAZ am 23. Mai des Jahres 2003, schon vor seinem ersten Korb-Erfolg in der NBA hat der 18 Jahre alte LeBron James ausgesorgt. Sportartikelausrüster Nike schloss einen Vertrag über 90 Millionen Dollar mit dem Basketballtalent ab. Im selben Jahr unterschrieb er dann ebenso den ersten Vertrag mit einem Profiteam, wobei ihn die Cleveland Cavaliers für die Saison 2003-04 in ihr NBA-Aufgebot aufnahmen. Und sie sollten es nicht bereuen, denn LeBron revolutionierte in gewisser Weise das Basketballspiel, wobei er sich durch eine noch nie dagewesene Athletik in Kombination mit einem sehr muskulösen Körper auszeichnete, mit welchem man ihm eher dem American Football als dem Basketball zugeordnet hätte. Doch LeBron war nicht nur von Natur aus talentiert, sondern auch lernwillig und bereit, hart zu arbeiten. So wurde er in seiner ersten Saison zum Rookie des Jahres der NBA gewählt und führte die Cleveland Cavaliers in den nächsten Jahren zu großen Erfolgen und bis in die Finalspiele der NBA. In der Saison 2008-09 führte er sein Team beispielsweise zu einem Vereinsrekord von 66 Siegen und wurde im selben Jahr auch zum wertvollsten Spieler der Liga ernannt. Einen Titel, welcher er auch in der nächsten Saison mit durchschnittlich fast 30 Punkten pro Spiel verteidigen konnte. In derselben Saison lief schließlich sein Vertrag aus, worauf er sich entschloss, zu den Miami Heat zu wechseln. Dort erreichte er mit seinem neuen Team wieder das Finale der NBA, musste sich aber knapp geschlagen geben.
Nachdem er daraufhin durchschnittlich 27 Punkte pro Spiel erzielte, gelang es der Mannschaft, die Meisterschaft in der Saison 2011-12 zu gewinnen und James wurde abermals zum wertvollsten Spieler der Liga ernannt. Nach einer starken Saison 2012 und 2013, in welcher die Miami Heats für 27 aufeinanderfolgende Spiele ungeschlagen blieben und einen weiteren NBA-Titel verbuchten, bekam er seinen vierten Titel als wertvollster NBA-Spieler, entschied sich aber dennoch am Ende der Saison, das Team zu wechseln, wobei er Miami verließ, um zu seinen Wurzeln nach Cleveland zurückzukehren. Nachdem er sich bei seiner alten neuen Heimat eingefunden hatte, gelang ihm in der Saison 2015-16 der Durchbruch mit seiner Mannschaft, welche er nach 52 Jahren endlich wieder zu einem NBA-Titel führte. Die Saison 2016-17 war wieder durch starke Einzelleistungen geprägt, auch wenn sich die Cleveland Cavaliers im Finale der NBA von den Golden State Warriors, welche James als Juggernauten bezeichnete, geschlagen geben musste. 2017-18 wiederholte sich das Spiel, wobei sein Team abermals von den Warriors geschlagen wurde. In der aktuellen Offseason entschloss sich James schließlich, unter großem Medienrummel zu den Los Angeles Lakers zu wechseln. Dort wird er laut Medienberichten in den nächsten 4 Jahren etwa 153 Millionen US-Dollar verdienen. Investitionen. LeBron James ist also einer der besten Basketballspieler aller Zeiten, der trotz seines Alters von 33 Jahren die NBA immer noch dominiert. Doch James ist nicht nur ein Spitzensportler, sondern auch ein Mann mit Geschäftssinn, der mit seinen Investitionen und Geschäftstätigkeiten immer wieder Aufsehen sowie auch Rendite erregt. In der aktuellen Liste von Forbes der bestbezahlten Athleten der Welt rangiert der Junge aus Akron, dessen Mutter sich nicht einmal eine Wohnung leisten konnte, auf Platz 6 als erster Basketballer. Spannend dabei ist, dass er auch dies vor allem durch seinen Geschäftssinn und weniger die sportlichen Erträge erreicht. So rangiert er unter den bestbezahlten Athleten auf Platz 2 der Welt, wenn man nur das Einkommen aus Werbeverträgen heranzieht. Durch diese verdiente er im letzten Jahr 52 Millionen, was nur Roger Federer mit 65 Millionen US-Dollar überbieten konnte. Sein Vereinsvertrag bei den Cleveland Cavaliers brachte im selben Jahr nur 33,5 Millionen US-Dollar ein, was einen Gesamtverdienst von 85,5 Millionen ergibt. So schreibt Forbes: Trotz seiner großen Erfolge auf dem Platz sind die Erfolge von Kim James abseits des Sports nicht weniger beeindruckend. So hat LeBron nicht nur einen lebenslangen Werbevertrag mit Nike, welchen er 2015 unterschrieb, und wird dazu noch unter anderem von Coca-Cola, McDonald's, Beats by Dre, Kia Motor oder auch Intel gesponsert. Nein, der Basketballer hat auch einen außerordentlichen Riecher für gute Investmentchancen und starkes Wachstum. So investierte er 2012 mit zwei seiner Geschäftspartner gut 1 Million US-Dollar in die junge Pizzakette Blaze Pizza. Ein ziemlich unscheinbares Investment. Doch als im Juli 2017 herauskam, dass die Private Equity Firma Brentwood Associates in die Kette zu einer Bewertung von 250 Millionen US-Dollar investierte, war klar, dass King James, welcher mit gut 10% an Blaze beteiligt war, sein Geld mehr als ver25-facht hat. Dabei schafft es LeBron immer wieder, seine eigene Bekanntheit zu nutzen, um seinen eigenen Investments einen gewissen Boost zu versetzen. So hat er gut 37 Millionen Follower auf Twitter und 32 Millionen auf Instagram. Wenn LeBron über Blaze tweetet, erleben unsere Umsatzzahlen einen Überschallknall, berichtet die Frau von Rick Wetzel, dem Gründer der Kette. Eines seiner Geheimnisse für seinen Geschäftserfolg ist, dass er aktuell nur neue Werbepartnerschaften eingeht, wenn er dafür einen Anteil an den Unternehmen bekommt, mit denen er zusammenarbeitet. Neben Blaze war das beispielsweise auch bei der Kopfhörermarke Beats by Dre der Fall. Mit dieser Firma unterschrieb er 2008 einen Werbevertrag, welcher einen Anteil an dem Unternehmen inkludierte. Als das Unternehmen dann im Mai 2014 für 3 Milliarden an Apple verkauft wurde, brachte ihm allein dieser Anteil 30 Millionen in Cash und Apple-Aktien ein. Hierbei zeichnet sich LeBron durch genau die Eigenschaft aus, die so viele Investoren erfolgreich macht. Er denkt langfristig. Anstatt einen möglichst großen Werbevertrag für die nächsten 5 Jahre auszuhandeln, will er Anteile an den Firmen, was ihm kurzfristig gar kein Geld bringt, ihn langfristig, wie man sieht, aber umso weiter voranbringt.
Auch umgibt sich LeBron James mit den richtigen Leuten, so zum Beispiel Warren Buffett, welcher über den Athleten nicht nur aus sportlicher Sicht schwärmte. Er ist außerordentlich reif und ziemlich smart, wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht. Ich war vom ersten Moment an von ihm beeindruckt, so Warren Buffett. LeBron redet nicht viel, aber er ist sehr clever. Er sprach intelligenter über Business als viele Leute mit MBAs, die ich kenne. Als ich das erste Mal mit ihm sprach, war er 21. Er verstand viel mehr als ich mit 21. So Warren Buffett weiter. Auch sportlich scheint er den richtigen Instinkt nicht nur auf dem Feld zu haben. Beispielsweise investierte er 2011 in den englischen Fußballverein Liverpool. Damals hatte er die Chance, gut 2% des Traditionsvereins für 6,5 Millionen US-Dollar zu kaufen. Als der Club es dann schaffte, 2018 nach 11 Jahren erstmals das Finale der Champions League wieder zu erreichen, war klar, dass sich sein Investment ausgezahlt hat. Aktuelle Schätzungen gehen von einem Wert der Anteile von 32 Millionen aus, was fast eine Verfünffachung entspricht. Zu seinen Investments in andere Unternehmen gesellen sich in seinem Portfolio noch einige Unternehmen, die er selbst gegründet hat, so zum Beispiel die Filmproduktionsfirma Spring Hill Entertainment oder das Medienunternehmen Uninterrupted, welches eine große Anzahl professionellen Sportlern in Sachen Medienwirtschaft unterstützt und beispielsweise ein breites Portfolio an verschiedenen Podcasts betreibt. Eine Sache, durch die sich die Investitions- und Geschäftsstrategie von LeBron also auszeichnet, ist die Diversifikation. Es gibt wohl kaum einen Athleten, der sein Geld aus derartig vielen verschiedenen Quellen erhält. Und das macht auch sehr viel Sinn, schließlich verschlingt der Sport immer noch den Großteil seiner Zeit. Er kann sich also nicht mit all seinen Anlagen und Projekten so intensiv beschäftigen wie ein professioneller Investor. Insofern ist es nur sinnvoll, das Ganze etwas breiter zu streuen, um so das Risiko zu senken. Auch zeichnet sich das Basketballtalent dadurch aus, sehr geduldig zu sein und nur dann zu investieren, wenn er auch wirklich von einem Projekt überzeugt ist. Bei mir ist aktuell ziemlich viel los. Ich suche nach keinen neuen Chancen, solange es nicht wirklich gute Chancen sind. Sein Gesamtvermögen wird auf etwa 500 Millionen Dollar geschätzt, wobei der Lifetime-Deal mit Nike ihm sicherlich noch zum Milliardär machen wird. Fazit. Abschließend weiß LeBron wohl selbst am besten, was ihn zu der Person gemacht hat, die er heute ist. Ich glaube, der Grund dafür, wer ich heute bin, ist die schwere Zeit, die ich in meiner Kindheit erlebt habe. Doch es ist wohl nicht nur seine Kindheit, sondern auch seine Einstellung zum Leben, die ihn sowohl als Basketballer als auch als Geschäftsmann so erfolgreich macht. Er fokussiert sich auf das, was er kann und auf die Dinge, von denen er etwas versteht. Und der Fokus, den er schließlich auf diese Dinge richtet, ist ein langfristig orientierter, aber immer lernwilliger Fokus. Ich werde alle meine Fähigkeiten nutzen, mein gottgegebenes Talent und damit das beste Leben führen, das man führen kann. So King James in einem Interview. Ich persönlich finde das alles so interessant, wenn man bedenkt, wie viele professionelle Sportler im Football oder Basketball einige Jahre nach ihrer Karriere vollkommen pleite sind, weil sie während ihrer aktiven Zeit eine riesige Entourage finanzieren, sich ständig mit allen Spielern um die Wette verkonsumieren und keine finanzielle Bildung aufbauen, während sich LeBron mit Buffett, Carlos Slim oder Steve Ballmer trifft, um sich über Unternehmertum und Finanzen auszutauschen.